Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ark Survival Evolved. Hier seht ihr einen Anfang vom Turmbau zu Babel, würde ich sagen. Ja. Und zwar, was ist los? Oh, hoffentlich sehe ich das noch. Ne, warte mal, ich mach mal das Ding wieder an hier. Zack. Da hinten am Strand. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Habe ich. Das wird unser Turm. Zum Ausgang. Jawohl. Da hinten am Strand. Da hinten ist es. Sieht man es? Sieht man ja. So. Fernglas habe ich noch dabei. Müsste ich dabei haben. Kommen wir her. Zack, zack. Fernglas. So. Und da sieht man meinen Probebau. Ja. Also wie ich es schaffe, hier mit einem Stempel nur immer weiter hochzukommen. Das hat geklappt. Hat prima geklappt. Ihr seht, sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber seht ihr halt hier im Nahbereich, sieht das besser. So, und zwar geht der Stempel immer hoch und dann geht er immer so rum. So, hier sind alle meine Tierchen. Die Rosemarie habe ich voll geladen mit Holz bis unter der Decke und anderem Zeug. Weil die Rosemarie ist einfacher für die Rosemarie, ein Einzelzeug zu tragen als die fertigen Produkte, weil die halt das Gewicht reduziert von dem Zeug. So, und die Anke hat die fertigen Klamotten bei. So, und ich habe schon ein bisschen mit gebaut. Müssen mal gucken, dass ich mich noch bewegen kann. 1, 2, 3, 4, sag ich mal. Und hier von 8. 8 brauchen wir. Dann zeige ich euch, wie das Prinzip funktioniert. Auch 2 pro Etage. Lässt mich hier rauf. Oh, prima. Ich kann noch springen und alles. So, ich brauche jetzt normale Holzpiller wieder. Jo, und hier geht's weiter. Es geht leider immer nur eine Etage, aber es geht. So, zack, zack. Und jetzt hier dran bauen. Kann wieder hier hochlatschen und kann hier die nächste Etage drauf zimmern. 9. Zack. Die muss wieder darüber. Zack. Und das nächste Brett dran. Zack. Ja? So können wir immer weitermachen, bis wir oben hin. Ist relativ günstig. Ja, ist natürlich eine Schweinearbeit. Schweinearbeit. 1, 2, der Rest nehme ich mal mit. Kann ich noch bewegen, ja. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Villa Rosemarie. Mehr, was habe ich denn dabei? Das habe ich noch, das habe ich noch. Da geht mal ein 100er Pack Holz rüber. Oder auch 2. So, und jetzt machen wir Wut. Bauen Stempel, 5 Stück. So, jetzt versuchen wir uns zu bewegen. Oh, ich kann mich sogar so noch bewegen. Sehr gut. So, jetzt geht's halt weiter. Immer im Kaffeevieck. Bis oben hin. Ich habe euch wenigstens schon mal erspart. Den ganzen Mist mit der Bauerei. Was ist das? Wieso geht das so scheiße? Ich zieh mir jetzt einfach hier dran. Immer weiter hoch. Zack. 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 Wunderbar. Ne, macht er nicht. Lass es schön. Nächste Etage. Hier. Zack. Zack. Brett dran. Außen. Zack. So geht's. So wird jetzt immer weitergehen. Bis wir tatsächlich oben sind. Jetzt kann ich den letzten da hinsetzen. Ne? So, so. Zack. Wunderbar. Ja. Das, so wird das Geschäft laufen. Geht nicht anders. Total übel. Aber so komme ich nach oben. Und zwar relativ zügig. Dank meiner Vorbereitung. Und Leute, ich habe hier ewig. Ich habe zwischendurch ausgelockt. Deswegen kommt auch heute die Folge zu spät. Eilig einfach damit noch beschäftigt, weil den ganzen Shit hier zu machen. Und ja. Hier das Bauen, würde ich mal sagen, ist schon eintönig genug. Wenn ich dazu noch... Jetzt habe ich keinen mehr. Da ruft die Miezekatze. Moppelchen, alles klar. Ich bin hier, keine Sorge. Der kleine Kerl ist noch jung, der schreit immer wie Sau. Er will immer, dass ich mit ihm spiele. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Er brüllt. Hier bin ich. Komm rüber. Da kommt er. Komm her, mein Freund. Komm. Er kommt nicht.
Ich kann jetzt nicht. Muss für die Jungs und für die Mädels Folgen machen. 2, 3, 4. Jetzt muss ich mal kurz mal die Füße stillhalten. Habe ich noch andere drin? Ne, habe ich nicht mehr. Oh, das geht ins Zeug, sage ich euch. Die Bauerei, das frisst eine Zeit. So. Los geht's, bauen. Gut. Und Ceilings. Drei Stück. Kannst nicht mehr bauen. Bau mehr. Davon einen rüber, davon einen rüber, davon einen rüber. So, kann ich jetzt noch ein paar bauen? Jetzt kann ich noch fünf bauen. Ja, jetzt sind es insgesamt acht. Passt wieder für ein paar Etagen. Ja, und so geht es halt immer weiter. Ich konnte bis jetzt nicht mehr bauen, weil ich musste die Anker rüber schaffen. Ist ein Problem, hier unten drunter sind Mantas. Ich musste die hier raufziehen. Ich habe keinen Anker-Sattel. War schon überlegen, ob ich hier in der Smithy mir hier eine Armbrust baue. Und ob ich mir so einen Manta erlege. Aber habe ich dann wieder verworfen. Wozu soll ich das machen? Ich bin eh bald hier oben. Es wird noch ein bisschen dauern mit dem Turmbau zu Babel hier. Aber langsam aber sicher geht's voran. So, okay, guck mal, das geht doch relativ... Nein, nein. Muss ausnehmen. Flöp. Ja, nicht runterfallen, du Ochse. Boah, bin ich schon wieder am Ende? Nein. Ein immerhin. Ja, den bau den mal da dran. So, zack. 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 Sieben. Paff. Nächste. Ist das eine optische Täuschung oder ist der nicht höher angebracht, der eine da? Ach, so ein Scheiß, muss wieder runter. Ja, und das jedes Mal. Werdet ihr bekloppt? Ich darf nicht ganz runter. Nein, ich darf nicht ganz runter springen, weil ich komme nicht an der Anke richtig vorbei. Bisschen blöd gelaufen. Sag mal her. Ja, das reicht niemals an Holz. Ich brauche jede Menge. Hier bauen wir ein paar Pillars. 7 Stück, okay, wunderbar. So. TT. Ich weiß, ich kann mich nicht bewegen. Blöd, Mann. Ach, ist das nicht schön? Wenn man sich so richtig schön in so eine Sackgasse reingefahren hat, ne, dann ist man das auch selber schuld. 1, 2. Jetzt bauen wir hiervon noch welche. Rüber. Rüber. Ich weiß, ich kann mich nicht bewegen. Davon. Was fehlt denn jetzt? Fetch fehlt. Kann ich nicht machen. Nimmt er nicht an. Ich muss hier Fetch reinschmeißen. Eine nervige Scheiße. 5 Stück. So. Holz müsste dann weg sein. 5. 5 von 6. Passt gar nicht. Reicht für das erste. Aber ich kann mich bewegen. Sehr gut. Ab. Ja, hallo, mein Freund. Ja, tut mir leid. Dass der Kleine hier rummeckert. Ich spiele gleich mit dir, aber erst spiele ich mit den Jungs und Mädels. Und schimpfen die wieder. Der Helm hat die Folge nicht gebracht. Er bringt die sowieso schon zu spät. Ja, ist im Moment alles ein bisschen noch... durch den Urlaub. Alles ein bisschen viel, was ich machen muss. Das werden wir aber wieder regeln. Und das... Oh, fucking! Blöde Sau! Mann. War klar, dass mir das passiert jetzt. Simulieren, zack, tschüss. Nein. Blöder Hund. Hast du bis jetzt immer da schön angebracht? Nein, da ist es doch. Da. So, wunderbar. Zack. Mein Freund, wenn du den Ärger machst, wie du beißt mit Mauskabel. Das ist keine Maus. Auch wenn die so heißt. Mein Freund. Lass das. Machst du mir nicht noch meine Maus kaputt. Lass das. Geh weg. Geh weg, du Sausack. Ich den nächsten Mal. Ich liebe von dem, was der hier für einen Mist macht. Der kleine Räuber. Krieg ich eingebaut? Krieg ich nicht gebaut. Toll. Aber die, da kann ich da oben ankleben. Und die kann ich auch noch ankleben. Ist doch shit egal. Dahin. Oh, eine höher. Dahin. Nee. Da ist eine dran, dann muss die nach da. Ich nicht gebacken, oder? Doch. Ah, perfekt. Runter, runter, runter.
Und dieses Geräusch ist immer noch da. Ja, Leute, ich glaube, ich erspare euch hier den Turmbau. Weil im Endeffekt ist es immer nur im Kreisgerenne. Hat die nichts mehr. Die hat doch noch 5 Stück. Warum baue ich die denn? Ja. So, und ihr seht, das frisst tonnenweise Material. Ja, natürlich kann ich nicht tragen. Das weiß ich selber. Und dann muss ich alles auch wieder ernten, wieder pflücken. 15 Stück? Nee. Bau mal 5, 6 Stück. Jetzt baust du die hier. Reicht natürlich nicht. TTT. Zack. So. Und jetzt dauert das erstmal wieder. Hier stehe ich wieder doof rum. Weil bewegen kann ich mich noch nicht. Nee, natürlich nicht. Sieht Gewicht aus, aber ich level immer schön. Immer Stückchen, Stückchen, Häppchen für Häppchen. Bin schon 63. Bis ich oben bin, bestimmt 66. Und dann wollen wir mal gucken. Das nächste Interessante wird ja. Erstens habe ich den Turm nah genug gebaut. Komme ich da hin? Wie sieht Gewicht aus? Kann ich mich gleich bewegen? Ah, noch 2, 3 kann ich mich bewegen. Pass auf, zeige ich euch noch. Aufpassen. Ja. Wird immer besser. Komm, noch eine Geschwindigkeitsstufe schneller kannst du mich laufen lassen. Komm. Yes, perfekt. Optimal ausgenutzt. Da seht ihr, da sind die Mantas, die kreisen hier rum. Die würden der Anke in den Arsch beißen, deswegen muss ich die Anke so bescheuert parken. Deswegen kann ich nicht runterspringen. Der blöde Manta beißt mich. Alle Viecher springen vom Bord, meinen müssten mir helfen. Wobei der Blöde mich einmal in den Hintern gebissen hat. Nein. Doch, richtig. Richtig. Perfekt. Perfekt. So. Zack. Zack. So, jetzt gucken wir mal nach oben. Seht ihr? Also, ich bin jetzt hier so an der Kante vom Wasserfall. Ja? Natürlich ist da noch ein gewisser Zwischenraum. Ich hoffe, ich kann mit einem Sprung darüber, ich kann ja noch ein Brett in die Richtung bauen. So ist es ja nicht. Ja? Also, müsste der Abstand circa passen. Nein, du musst ganz außen ran. Du musst ganz außen ran. Sonst kann ich nicht hochlatschen. Bleib mir Kante hängen. Wieder die hier. Ich bin gespannt, ob der Shit funktioniert. Perfekt. Zack, so. Puff. Puff. Eine noch. Das ist schlecht. Alles gut. Zack. Ja, ich bin mir gespannt, ob der Schütz hier funktioniert. Ob wir hier nochmal hoch rauskommen. Soweit ist ja ganz gut. Das ist gefährlich. Das mache ich nicht. Das ist wieder ein verschwendet. Idiot, blöder. Das passt. Der nächste müsste noch ein höher, ne? Müsste wieder nach hier gehen, stimmt's? Ja, ne? 9. Na da, perfekt. Den einen setze ich auch noch. Ja. Haha. Alles Holz losgeworden. So, sollen wir mal gucken, wie hoch wir jetzt sind? Rein höhentechnisch. Ich muss gleich sowieso wieder an Land. Neues Zeug holen. Ja, geh ich mal. Ich stelle jetzt. Ich stopf einfach die Anke voll. Now. Dann geh ich neues Zeug holen. Miau. Miau, miau. Muckilise, hast du jetzt hier hingelegt? Ja, das ist nett. Schön, du kleiner Freund. So. Boah, fast alles weg. Hiervon habe ich noch genug. Brauche ich die Sichel nicht mehr. Habe schon alles wieder repariert. Na, Holz holen brauche ich ja nicht mehr so viel. Also. Natürlich muss ich viel Holz holen. Aber das geht rucki zucki. Dank des Biebers. Er macht ja hack, hack, hack. Ist das Zeug weg. Ja, das passt. Die 10 Stück gebaut habe, stecke ich die in die Anke. Dann gehe ich neues Holz holen.
Und das Einzige, was ich euch noch zeigen will, ist, wie hoch wir schon sind. Relation, das will ich natürlich auch selber wissen. So. Oh ja. An für sich müsste ich alles da rein. Ach Quatsch. Das war doch ganz gut. Ich muss jetzt nur Holz holen. Der Rest habe ich an für sich ziemlich gut geholt. App, rein! Rein da! Ah, ich muss außen rum latschen. Komm hier nicht mehr hoch. Oh. Komm ich hier hoch? Ey, geil, da komme ich mit dem Biber da hoch. Wunderbar, du bleibst da stehen. Wunderbar, okay. App. Schwimmen mal an Land. Linke Manta. Werde ich für möglich. Warte. Komm, ich bleib die Anke da. Anke da geblieben. Anke ist da geblieben. Super. Und Level Up für Rosemarie. Sehr schön. Hep. So. Und jetzt gucken wir uns das an. Turmbau zu Babel. Wie hoch ist er? Ach du Scheiße. Nein. Ich bin der Höchste auf dem Drittel. Das kann ja nicht wahr sein. Kann das wahr sein oder nicht? Das kann nicht wahr sein. Ach, ich habe Level Up. Rosemarie hat gar keinen Level Up. Ja, toll. Was nehme ich? Ich nehme mehr Gewicht. Da kann ich noch mehr schleppen. Heilige Scheiße. Was habe ich mir hier angetan? Töppi! Töppi! Töte dich! Komm her! Du bist stellvertretend für Töppi. Nee, ich lasse sie in Ruhe. Ah! Töppi! Ah! Kopfschuss! Er hat mir gesagt, ja, da kommt man prima raus. Gar nichts kommt mal raus. Geschissen kommt mal raus. Großer Scheißdreck kommt mal raus mit dem Tier. Habt ihr gesehen? Bis an die Felswand komme ich raus. Und irgendwie mit Flieger und sonstige Scheiße. Kannst du doch vergessen. Mann, ein Ärgernis. Okay, ich werde mich hier hochquälen. Das nächste Mal, wenn ich die hier euch verzeige, dann zeige ich euch, wie ich oben bin und ob wir rüberkommen. Die letzten Meter werde ich nochmal aufnehmen. Aber der Rest ist, denke ich mal, zu langweilig. Ja, wir schaffen das. Feierabend, das ist die Einstellung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau die Erde. Tschüss.